Willkommen zurück zu Let's Play Nerim und wir sind gerade eben wieder aus dem Druidenwald da unten rausgekommen. Zurück in den normalen echten Wald mit irgendwo auch echten Gegnern. Ach, der Fuchs hier oder was? Nee. Doch, der Fuchs. Sind Füchse nicht sonst immer freundlich? Im Gegensatz zu Druiden-Elementaren, die sind immer böse. Haben aber Wurzeln. Oh, und die haben Zähne. Zähne sind natürlich wieder gut, sind nicht wertvoll. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder ganz kurz gucken, wie kommen wir denn jetzt auf die Straße zurück? Weil wir wollen ja eigentlich nochmal dahin uns erstmal um den Kopfgeldauftrag hier kümmern. Und die Straße sehe ich jetzt immer noch nicht. Da unten ist aber eine Hütte. Das ist doch schon mal hilfreich. Ne, da ist keine Hütte, da ist eine Brücke. Ah, ja. Doch, ja. Ach, hier waren wir reingegangen. In die Gewölbe von je irgendwas. Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, da waren wir vorhin drin, da waren die ganzen Druiden. Die sich nur von Birnen und Brot ernährt haben. Ob das so gesund ist, weiß ich auch immer noch nicht. So, was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Taverne. Und was ist eigentlich da links, wenn man mal auf das Kartensymbol guckt? Also unten links der Kompass. Das sieht sehr interessant aus. Was habe ich jetzt nochmal entdeckt? Jetzt habe ich mich ablenken lassen. Verdammt. Und die Frage ist, wohnt noch jemand? Hallo. Bauernhaus der Freier. Klingt ja schon mal interessant. Und da wohnen die Freier. Ja, Wer hätte es bitte. gedacht? Aber den kann ich handeln. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich kann ja mal gucken, was kann man denn mal so alles verkaufen. Arkanschildtrank brauchen wir nicht. Das brauchen wir noch alles nicht. Arkantrank nicht. Eigentlich den auch nicht. Genau wie den. Jetzt auch die Feueröle können weg. Genesungstränke werden wir wahrscheinlich alle noch brauchen. Lähmungsheiltrank kann, glaube ich, auch nicht schaden für Notfall. Und auch die ganzen Gifte brauchen wir nicht. Schildtrank kommt weg. Infektionstrank kommt weg. Hier die wertvollen Sachen kommen auch noch mal eben weg. Und vor allem schaffen wir da jetzt auch wieder ein bisschen mehr Platz für andere Sachen. Gibt es eigentlich irgendwelche Sachen, die wir noch sammeln müssen? Für irgendeine Quest? War da nicht mal was? Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Wassermelone muss auf jeden Fall weg, die wiegt zu viel. Die Zähne hier sollten besser weg, weil die bringen viel Geld. Die ganzen Bücher. Die hätten wir uns ja alle mal angeguckt, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt immer mit uns rumschleppen. Erzählung braucht man nicht. Infravision können wir eigentlich auch selbst zaubern. Und Intelligenz, festige Intelligenz braucht man nicht. Rolle der Lähmung. Ja, die sind immer recht praktisch. Kamelen können wir, glaube ich, zum Beispiel weg. Kann alles weg, bis auf die Undusis Schlüssel immer wieder. Ich überlege auch, ob wir die Almanache der Beschwörung mal verkaufen sollten, weil eigentlich brauchen wir da ja immer wieder einen Talentpunkt für. Nee, das hieß gar nicht Talentpunkt, Lernpunkt hieß es, glaube ich. Aber auf jeden Fall, das brauchen wir dafür. Und da haben wir ja auch nicht unendlich viel von. So, wie viel Gewicht haben wir jetzt wieder zur Verfügung? Moment, hatte ich nicht sonst immer so eine schöne Leiste noch, die das Gewicht angezeigt hat? Naja, egal. Gut, 100 haben wir wieder. Das passt ja dann. Das war ehrlich, gab es nicht so eine Leiste? Oder war das irgendwie in einem anderen Inventar? Na gut, ist ja auch egal. Ich glaube, da uns der Weg gerade sowieso in die Richtung so ungefähr zumindest führt, wir gucken vielleicht mal, was ich glaube, das Ding hier ist. Das sind wieder Gegner, ich weiß. Also, es ist wahrscheinlich nicht dieses Reh. Sondern das, was das Reh angreift. Ja, ein Schattenwolf. Und da ruckelt das Spiel auch schon wieder schön. Obwohl, ob das so schön ist, weiß ich auch nicht. Autsch. Ja, nun gehen Sie mal bitte eben drauf. Danke fürs Draufgehen. Und das nehme ich mal wieder alles mit. Wiegt nämlich nichts. Mit nichts meine ich wirklich nichts. Absolut gar nichts.
Zerobillion Lohn. Auf jeden Fall verschlossen. Toll. Oh, man sieht von hier sogar E-Routinen. Ja gut, hier kommen wir nicht rein. Vielleicht kommen wir nachher nochmal für eine Quest rein. Vielleicht sogar für eine ziemlich wichtige Quest, wenn es so ein eigenes Symbol auf der Minimap hat. Weil das Symbol gab es ja zum Beispiel in Oblivion ja noch gar nicht. Das heißt, es ist ein komplett neues Symbol nur für dieses eine Gebäude hier. Da muss mehr dahinter stecken. Das heißt, vielleicht kommen wir sogar in der Hauptquest hier wieder dran vorbei. Aber das werden wir erst sehen. Erstmal habe ich mich gerade verlaufen. Hätte hier nicht eigentlich eine Abzweigung kommen müssen? Nee, die kommt gleich erst noch. Okay. Dann ist auch alles in Ordnung. Was war hier eigentlich nochmal? Verschollene Tempelanlage. Wofür mussten wir denn da nochmal hin? Und wo muss ich für das Darius? Ah, okay, das hängt zusammen. Das ist schon mal gut, dann können wir uns da gleich auch nochmal drum kümmern. Ach, Spinnenseide sollten wir. Aber die haben wir ja schon. Die haben wir schon abgeliefert. Okay, dann ist ja alles in Ordnung. Wo mussten wir das eigentlich nochmal machen? War das nicht auch hier irgendwo? Mal ganz kurz die erweiterte Karte in den Vulkanströmen. Und war nicht die andere auch in Treoma? Ja gut. Wir wissen auf jeden Fall, was wir jetzt zu tun haben und ich habe die falsche Quest jetzt gerade aktiviert. Eigentlich wollte ich ja gesucht weitermachen. Das war die Quest, die wir jetzt schon am längsten laufen haben, weil es da immer wieder neue Kopfgeldaufträge gibt. Ich frage mich, ob das so ein echter Zwerg ist. Also so einer wie die, die wir auch getroffen haben. Ich frage mich auch, wer das ist. Ich habe leider keine Zeit. Auf jeden Fall jemand, der viel zu beschäftigt ist. So, jetzt müssen wir dem Weg, glaube ich, hier entlang weiter folgen. Weil da geht es nur wieder Richtung Meer. Und ins Meer wollen wir im Moment nicht. Die Frage ist, wollen wir zu dieser komischen Festung da? Ist die überhaupt eingezeichnet? Na gut, auf der Karte kann man sowieso nicht viel, was hier umgebungsmäßig wirklich ist. Aber es gibt ja auf jeden Fall Warnschilder mit Vorsicht. Jetzt noch Leuchtfeuer, Wellenfels, Ostian, Eltridor. Ich habe ja nicht so das Gefühl, dass hier noch so viel Zivilisation lebt. Weil es sieht so alles so abgeschieden aus. Ich meine, so richtig zum Mittelreich gehört es ja wohl nicht mehr. Auch wenn es eigentlich noch zum Mittelreich gehört. Aber man merkt da halt nicht so viel von. Die Leiche hat ein Gold. Das macht uns natürlich jetzt reich. Die Krallen von denen machen uns da schon eher reich. Ah, wir müssen sogar hier rein. Die einsamen Türme. Jedenfalls zeigt gerade der Questpfeil hier rein. Und das Ding ist sogar sehr leicht zu knacken. Stand da ja auch dran. Schloss sehr leicht. Und wir benötigen die Arkansteiger, um starke Zauber zu wirken. Wir haben, glaube ich, sogar schon so starke Zauber. Wirklang des Krieges. Interessant. Nehmen wir mit. Können wir verkaufen. Was haben wir denn hier jetzt alles? Ein Ofen. Eine Kiste. Mit Knoblauch. Knoblauch ist wichtig. Heilt Krankheiten. Und natürlich noch eine verschlossene Kiste. Aber die lässt sich ja wieder mal leicht aufbrechen. Obwohl da ein Ring der Blockade drin ist. Hier können wir uns auch mal eben hochspielen. Bringen und gibt er was? Gegner irgendwo? Ich sehe jedenfalls gerade nichts. Dann wird hier wohl auch nichts sein. So, die große Frage ist: Jetzt kommen wir irgendwie noch mal hier höher. Kann ich vielleicht die Kisten nehmen, um hier höher zu kommen? Kann man die irgendwie stapeln? Müssen wir vorsichtig sind? Ja. Das müsste auch dann reichen. Sehr schön. Müsste ich doch von hier auch eigentlich leicht weiterkommen. Indem ich. Kann ich von hier nicht abspringen? Doch, eigentlich kann ich das. Ach, weil ich hier einmal kurz falle auf die andere Kiste oder wie? So. Und da wären wir schon weiter.
Kisten stapeln hilft doch immer. Ah, da ist ja auch der Gegner, den wir die ganze Zeit schon sehen oder eher hören. Von der Musik her zumindest. Und es ist leider keine feine Spinnenseide. Nur mindere, ekelhafte Spinnenseide. Gut, dass wir die sowieso nicht mehr suchen müssen, die feine. So, stimmt jetzt eigentlich der Weg oder muss ich wieder nach näherem? Ich glaube, jetzt sind wir wahrscheinlich im anderen Turm. Wir sind in den linken reingegangen und jetzt sind wir im rechten. Die Frage ist, hätte man nicht vielleicht einfach nur so auch in den rechten sofort gehen können? Ich weiß es nicht. Und warum schlägt der nicht eigentlich sofort in die Verteidigung rein? Das wird alles wieder mal so viel einfacher machen. So, Stahlpfeil nehme ich mit, wie nicht viel. Und dann stecken wir die Waffen mal wieder weg. Moment, habe ich oben gerade eigentlich was übersehen? Gab es nicht noch eine Abzweigung, die ich jetzt verpennt habe? Vielleicht sollte ich auch erst nochmal... Das Ding hier meine ich. Wo ist es auch nur eine Treppe? Vielleicht sollte ich auch erst nochmal wirklich hier hinten einmal kurz rausgehen, wo wir jetzt schon mal hier im Turm waren. Auch wenn ich jetzt wieder stundenlang zurücklaufen, um dann einmal diese Falltür zu benutzen. Zu sehen, dass hier oben nichts... Ah, doch, hier ist was. Ich dachte, hier wäre nichts. Ein unreiner Topos der Schnelligkeit und 12 Gold. Und natürlich diese wunderschöne Aussicht hier. Obwohl, in den anderen Turm kommen wir damit wohl doch nicht. Wir laufen jetzt wahrscheinlich einmal hier die Mauer entlang. Na gut, dann machen wir das auch mal. Müssen halt nur wieder eben hier runter. Und dann laufen wir, ich weiß die Richtung noch nicht. Wir gehen erstmal nach rechts. Führt im Endeffekt sowieso alles nach unten. Also sollte das ja eigentlich egal sein. Spinnenweben. Ach nö, das ist so ein Ghoul. Ich mag den Ghoul nicht, der ist schnell und stark. Und vor allem schnell. Gehen Sie weg. Dankeschön. Ich will mich halt auch echt nicht von den treffen lassen. Weil auch wenn wir gut gepanzert aussehen, so gut gepanzert sind wir gar nicht. Und hier ist schon wieder nichts. Doch, ich höre doch die Knochen knarren. Aber hier ist tatsächlich nichts. Hm. Muss ich jetzt vielleicht jetzt einmal hier so rum, dann hier noch so rum und wieder zurück halt. Dass wir jetzt vielleicht doch erst nochmal die andere Treppe runtergehen. Obwohl, vielleicht hätte ich auch mit Telekinese irgendwie den einen Hebel da drehen können. Ich meine, Telekinese beherrschen wir ja sogar, glaube ich. Oder wir nehmen einfach mal eben hier dieses Schloss, das wir öffnen. Dann sind wir nämlich im selben Raum. Das macht jetzt was? Erstmal gar nichts, oder wie? Aber gehört habe ich, glaube ich, was. Nur halt weder hier, noch hier. Vielleicht jetzt nochmal in den anderen Raum? Vielleicht hilft das ja. Na komm, jetzt lass mich mal eben die Treppen hoch. Und dann wieder die Treppen runter. Das ist bestimmt total falsch, was ich hier schon wieder mache. Aber vielleicht hat sich ja jetzt hier irgendwie was getan. Ich meine, hier waren wir jetzt drin. Ah, die Wand ist auf. Aber der Typ, der dahinter ist, der gefällt mir gerade gar nicht. Ist das ein Turmwächter? Oder was stand da dran? Na komm, stirb! Okay, der hat nicht wirklich was Wichtiges. Und ich schätze mal, wir werden demnächst hier unten den Zwergendieb finden. Obwohl, war es überhaupt ein Dieb? Was, wie war die offizielle Bezeichnung immer? Ein Zwergendieb, doch, doch. Aber das machen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Bis dann, euch noch einen schönen Tag und ciao.